Jo, liebe Leute, schönen guten Tag. Theo hier. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Mario Odyssey Glitch Video. Ja, Leute, es kommen immer weitere Glitches zu Mario Odyssey raus. Und dieses Format wird, glaube ich, niemals aussterben. Das kommt mindestens einmal die Woche, dass ich euch einen neuen Glitch vorstelle. Und heute stelle ich euch sogar zwei vor. Und sogar zwei wirklich leichte Mario Odyssey Glitches, die ihr leicht zu Hause nachmachen könnt. Aber die dafür echt cool sind und echt Spaß machen. Am Ende des Videos will ich natürlich das Gewinnspiel noch auflösen zu den Nintendo 2DS XL, wer den gewonnen hat. Aber jetzt erstmal zu dem ersten Glitch. Und der erste Glitch ist im Lunch Kingdom, also im Schlemmerland, wo wir in letzter Zeit echt häufig sind. Und zwar ist der wirklich so leichter Glitch und so simpel. Und ihr könnt ihn direkt machen, wenn ihr auch da mit der Odyssey ankommt, weil der Glitch hat mit der Odyssey zu tun. Ihr könnt nämlich in die Odyssey, beziehungsweise unter die Odyssey euch reinquetschen mit einem ganz leichten Glitch. Und zwar gibt es ja diesen Fahnenmast rechts von der Odyssey, wenn man auf die Odyssey guckt. Und diesen weißen Fahnenmast benutzen wir einfach, um unter die Odyssey zu kommen. Ihr müsst einfach, ohne irgendwas anderes zu machen, einfach dahin gehen, euch mittig an den oder unter den Fahnenmast positionieren, an den linken Stick nach vorne drücken und springen und schwuppdiwupp. Seid ihr schon unter der Odyssey, beziehungsweise in die Odyssey? Jetzt ist die Frage, kann man da auch einen Luftballon verstecken? Wäre vielleicht wieder ein bisschen unfaires Versteck, aber Leute, ein leichter Glitch, ihr könnt halt nicht viel machen. Ihr könnt nur springen wie verrückt und sonst wieder rausgehen, aber es ist auf jeden Fall ein cooler Glitch, den ich natürlich auch in den Glitch-Format hier abgedeckt haben wollte. Der zweite Glitch ist schon ziemlich alt, ich habe ihn aber noch nie hier gezeigt und er ist wirklich einfach und deswegen habe ich ihn auch mit reingenommen. Wirklich zwei ultra easy Glitches und zwar müsst ihr dafür einfach auf den Mond fliegen und dort gibt es ja die Kirche, wo Peach und Bowser heiraten wollen, was ihr natürlich verhindert. Aber da könnt ihr auch mehr oder weniger euch reinglitschen, ohne jetzt da reinzugehen, sondern in die Gemäuer könnt ihr euch reinglitschen. Und zwar müsst ihr nur einmal hinter die Küche gehen. Dort gibt es einen Frosch, den ihr euch natürlich nimmt, kapert ihn schnell und dann geht ihr einmal wieder zum Haupteingang, beziehungsweise zur vorderen Seite der Kirche. Und dort gibt es ja immer diese Spitzen und ihr seht es schon hier, ich habe es direkt geschafft beim ersten Mal. Ich bin nur über die Kirche gesprungen und ihr müsst einfach bei diesen Spitzdächern, die an der Seite sind, exakt auf die obere Spitze landen mit dem Frosch und ihr klippt da durch. Ihr seht es, ich gehe wie Butter da durch und bin dann schon letztendlich out of bounds in der Kirche drin. Dann müsst ihr nur noch so komisch runtergehen, dann fallt ihr runter und dann könnt ihr auch schon aus dem Frosch raus und einfach so in der Kirche rumspringen. Natürlich, da ist ein Loch. Wenn ihr da reinfallt, dann sterbt ihr, beziehungsweise dann stirbt Mario. Deswegen würde ich euch nicht empfehlen, da unten reinzuspringen. Bleibt am Rand. Und dann ist das auf jeden Fall auch ein richtig leichter, cooler Glitch, den man easy seinen Freunden zeigen kann. So, Leute, dann kommen wir zum Gewinnspiel. Und zwar, das Gewinnspiel hat gewonnen. Und jetzt haltet euch fest, der gute David Sander, der hat gewonnen. Du hast jetzt eine Woche Zeit, mich anzuschreiben auf Instagram oder auf Twitter. Und dann prüfen wir, ob der YouTube-Kanal auch dir gehört. Und dann wird der Nintendo 2DS XL zu dir verschickt. Herzlichen Glückwunsch. Aber Leute, für alle, die nicht gewonnen haben, das nächste Gewinnspiel kommt. Ich habe schon was Geiles geplant, also bleibt dran. Immer als kleines Dankeschön, um euch auch irgendwie was zurückzugeben. Weil das nächste Gewinnspiel wird nämlich ein bisschen so aufgebaut, dass mehrere Leute gewinnen können. Dass die Chancen, beziehungsweise einfach mehr Leute gewinnen. Weil einer immer jetzt, wie der gute David Sander, ist natürlich immer ärgerlich für die anderen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag, Leute. Haut rein, probiert die Glitches aus, schickt mir alles auf Twitter. Ich bin damit raus. Ciao und tschüss, euer Theo.